Looks like Eggman escaped into the city. Eggman's robots are taking control of everything. Let's find Eggman and show him the real power of teamwork. This must be an automated energy plant. Energy plant? So that's energy flowing through those red pipes. Willkommen zurück zu Sonic Heroes. Weiter geht's mit Grand Metropolis. Ihr merkt, Eggman, ja, Metropolis, hatten wir das nicht schon mal? Ja, in Sonic the Hedgehog 2 auf dem Sega Mega Drive, auch schon Let's Played, keine Sorge, gab's ja auch eine Metropolis-Zone, die der hier eigentlich recht ähnlich war. Ihr merkt, Eggman hat sich hier eine Metropolis aufgebaut, in der, ja, im Unruhe stiftet. Moment, mein Kopfhörer ist rausgeflogen. Das ist ein sehr schöner Level. Es gibt, wie man sagt, immer zwei Level, die fast identisch sind. Zwei Eggs, könnte man fast sagen, von einer Welt. Ja, und Grand Metropolis, sehr schöner Level. Ihr merkt, wir bewegen uns hier immer automatisch auf diesen blauen Dingern hier weiter. Und ihr merkt, das war gerade Sonics Spezialattacke. Moment mal, diesen Schlüssel da nehme ich mit. Ich werde versuchen, Chaos Emeralds mitzunehmen, wie es geht, aber viel Vertrauen in mich selbst habe ich ehrlich gesagt nicht. Gut, diese komischen Schildkrötenviecher besiegt man mit Sonics Spezialattacke. Die löst man aus, wenn man B drückt. Ich habe ja im letzten Part schon alles Wichtige zu dem Spiel erklärt. Na gut, etwas habe ich vielleicht... Oh ja, Tails ist runtergeflogen. Ihr merkt, sie bewegt sich Sonic von alleine weiter. Das heißt, hier können wir extra Speed aufnehmen. Und wie Sonic darf, wenn man nicht das Glas durchgeflogen ist, frage ich mich auch. Okay. Ich finde das so witzig, wie Knuckles auf die anderen eindrischt, indem er Sonic und Tails einfach auf sie schießt. Da muss ich sagen, das Gameplay, wenn man es erstmal kann, also Anfang, als ich das Spiel das erste Mal angerührt habe, habe ich mir gedacht, was zur Hölle, das ist mir viel zu schwer. Aber mittlerweile mag ich es, muss ich sagen. Ne, wirklich, wenn man es mal kann, das Spiel, dann macht es richtig Spaß. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich nur Homing Attack machen. Und es gibt auch den allseits bekannten Light Dash wieder, ihr merkt's. Halt! Mann, leider nicht geschafft. Der Kopfhörer flutscht gerade ein bisschen raus. Reinschieben. Der allseits bekannte Light Dash, den bauen sie ja in gewisser Weise immer irgendwie ein. Gab es ja, glaube ich, erstmals in Sonic Adventure 1. Habe ich nie gespielt, Sonic Adventure 1. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den Light Dash gesehen habe, war in Sonic Adventure 2 Battle. Sonic Adventure 1 werden wir auch noch Let's Playen. Keine Sorge. Habe ich schon auf die Liste der kommenden Projekte geschrieben. Aber wann noch nicht? Da würde ich dann aber auch nicht die GameCube-Version, sondern die aufgemotzte Steam-Version nehmen. Aber mal schauen. Wie man sagt, diese Schildkröten da immer am besten erledigen. Oh, habe ich eigentlich schon das Level-Up-System erwähnt? Ihr merkt es, jeder von den drei hat Punkte da rechts oben auf seiner... Ja, der Schild ist doch vorne. Wieso kann Knuckles ihn von hinten nicht erledigen? Kleiner Logikfehler, aber egal. Da wäre auch schon down der Eggman-Roboter. Also ihr merkt, den hat da oben so... Da gibt es so kleine Energiekügelchen und die sind praktisch den, ja, Level-Ups. Ein bisschen zu sehr RPG-mäßig, aber... Gut, hier übrigens auch diese Wirbelattacke machen, dann schwingen sich Sonic, Tails und die anderen, das heißt die anderen Sonic, Tails und Knuckles, Sonic und die anderen, versteht ihr? Was rede ich für einen Schwachsinn? Naja, dann schwingen sie sich hier hoch, das muss aber richtig platziert sein, sonst greift Sonic halt diesen Roboter da an, wie ihr ja gerade gesehen habt. Also wie man sagt, hundertprozentig gut programmiert ist das Spiel nicht, ja ihr merkt, ich wollte Light Dash machen, aber... Ja, 100% gut programmiert ist das Spiel natürlich nicht, aber welches Sonic-Spiel ist das schon? Jedes Sonic-Spiel. Sega lässt sich halt mit einigen Spielen nicht genug Zeit. Am schlimmsten war es bei Sonic 2006 und Sonic Boom. Welches Sonic-Spiel hat denn eigentlich am besten funktioniert? Ich würde eigentlich sagen Lost World und Colors und Generations, oder? Das waren eigentlich die Sonic-Spiele, die am bugfreiesten waren. Kommen auch noch. Lost World gab's schon auf meinem Kanal, die anderen werden nachgeholt. Vielleicht ich sogar nach dem Spiel hier. Wir können mir vorstellen, dass ich nach dem hier vielleicht Adventure 1 mache und dann Colors und Generations, weil ich dann halt alle, die in Generations nachgebaut wurden, durch habe, versteht ihr? Also ich würde es so machen. Mal schauen. Noch ein Fest ist noch nichts. Ich würde ja auch gern vielleicht noch Sonic 2006 und Sonic und die geheimen Ringe dazwischen schieben, aber mal schauen. Jetzt haben wir erstmal Spaß mit diesem Spiel hier. Und wie man sagt, es gibt in dem Spiel eine Art Level-Up-System. Ihr merkt, rechts oben, achso, ich muss dich besiegen. Ich habe mich noch gewundert, wieso kommt die Brücke nicht runter. Also ich kenne die Level eigentlich schon halbwegs gut, muss man sagen. Weil ich sie halt, weil es halt noch nicht lange her ist, dass ich dieses gespielt habe. Mit Team Dark sind die Level ja auch fast identisch. Ich spiele im Moment privat mit Team Dark. Blind wird das Let's Play nicht, weil ich halt privat nebenbei weiterspiele. Yes! So,
Bitte sag mir, ich krieg einen guten Rang, denn das war jetzt wirklich ein guter Durchlauf. Das kann jetzt nicht Rang E sein. Das mit den Rängen, bei Sonic Generations hat man ja immer irgendwie... Ihr merkt, diese Punkte, das sind die Level-Ups. Drei davon gibt's pro Level, soweit ich weiß. In Sonic Generations gab's ja immer irgendwie für alles Rang S. Barely made it. Ach komm schon, Sonic, so schlimm ist Rang 10 nicht. Ich bin aber froh, dass ich Rang C habe. Ich meine, bei den einfachen Leveln im letzten Part habe ich ja Rang E gekriegt und bei dem hier... Na gut, im letzten Part bin ich ja durch einen Bug abgestürzt. Egal. Diese Embleme zeigen an, wie viel Level wir im Spiel insgesamt haben. Gut, aha, ich bin tatsächlich schon wieder zu einer Spezialebene gekommen. Dann wagen wir uns mal an der. Wie man sagt, in Sonic Generations 3DS gibt es exakt die gleichen Spezialebenen. Aber da haben sie irgendwie besser funktioniert, kam mir vor. Meine Meinung. Das kommt auch noch Sonic Generations für den 3DS. Das ist ja auch ein komplett anderes Spiel als die Xbox, PlayStation 3, Steam-Version. Also ich werde beide Versionen Let's Playen, sagen wir es so. Ja, Sonic ist meiner Meinung nach wirklich eine meiner Lieblingsserien seit neuem. Ja, aber Sonic ist echt sehr schön und ich habe mir gedacht, komm schon, jetzt muss mit Sonic Heroes mal wieder ein Sonic-Let's Play auf meinem Kanal landen. Und mich auch entschuldigen, dass ich so spät kam. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass das direkt nach dem Let's Play zu Shadow the Hedgehog, dem Nachfolger, kommen wird, aber ging sich leider Gottes nicht aus. Aus dem Grunde... Was habe ich für einen Grund? Weil ich es erstmal privat ein bisschen spielen wollte. Also das ist das erste Mal. Ich habe ja Sonic Heroes zu meinem Geburtstag bekommen und seitdem einfach nicht eingelegt. Dass ich es dann nach meinem Let's Play zu Shadow the Hedgehog einfach mal eingelegt habe, um es auszutesten, habe ich dann gesehen, oh mein Gott, ich bin in dem Spiel voll schlecht. Ja, dann, darum habe ich das Let's Play verschoben und das war eine gute Idee. So gibt es jetzt ein schönes Let's Play zu Sonic Heroes. Und kein noobiges. Aber wie man sagt, das Spiel wird später echt hart. Gut, ich wollte noch was zu diesem Level-Up-System sagen. Kann man von halten, was man will, dass das Spiel so eine Art Level-Up-System hat? Ich glaube, da wird man einfach nur stärker. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Und schon wieder kein Chaos Emerald? Schreibt mir in die Kommentare, wie man an diese Chaos Emeralds kommt. Ne, wirklich. Ich muss es ja machen, auch privat, damit ich an die Last Story rankomme. Die Last Story ist episch, auch wenn ich noch dort nicht angekommen bin. Die Last Story, die ist wirklich episch. Da taucht nämlich ein alter Bekannter wieder auf. Ich warte noch nicht, wer. Um nicht zu spoilern, so Powerplant. Wie man sagt, ist natürlich auch im... Ja, ihr merkt, es gibt zwischen den Leveln fast keine Zwischensequenzen. Und in Sonic Adventure 1 und 2, vor allem in Sonic Adventure 1, war es ja glaube ich so, dass man da praktisch sehen, irgendwo hingelaufen ist, einfach nur damit die nächste Zwischensequenz abspielt. Was eigentlich auch realistisch war, und dann so nach dem Motto, Sonic kommt zu dem Ort und da passiert schon was, versteht ihr? Das fand ich eigentlich recht realistisch, so wie in den... Paper Marios, aber den meisten hat das irgendwie nicht gepasst und deshalb hat Sonic Heroes so gut wie gar keine Zwischensequenz. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass ich dass Sonic gar nicht mal so eine große Story braucht. Ich meine, in Colors und Generations, die beiden wurden ja auch gehypt. So, jetzt greifen wir mal mit Tails an, das haben wir in dem Let's Play noch gar nicht gesehen. Allerdings ist Tails sehr schwach, das ist der schwächste von den drei. Sagen wir noch mal was zu den Synchronsprechern. Das sind die gleichen wie in Sonic Adventure 1 und 2. Diese neueren Synchronsprecher aus der TV-Serie Sonic X wurden erst eingeführt in... Ja, Knuckles kann die fliegenden Gegner auch angreifen, aber dazu muss er halt hochspringen. Es sind die gleichen Synchronsprecher wie in Sonic Adventure 1 und 2. Die Synchronsprecher, die es in Sonic X der TV-Serie gab, wurden erst eingeführt in... ja, ihr merkt, jetzt ist Tails noch zu schwach, dann muss ich erst ein paar Level-Ups machen. So, und ihr merkt, immer dann fahren diese Dinger da hoch. Wie auch immer reden, not bad. Diese Sätze, die sie da dazwischen reden, finde ich sehr witzig. So, hoch da. Das ist immer meine Strategie. Mit Tails vom Himmel holen, mit Knuckles platt machen. Aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche Meinung. So, hier können wir uns immer an diesen Wänden hier hoch. Da müssen wir gar nicht fliegen, da geht's automatisch hoch. So. Gut, was wollte ich sagen? Ja, die Synchronsprecher von Sonic X wurden ja eingeführt in... Oh, habe ich jetzt was Falsches gemacht? Ich glaube schon, oder? Nämlich... Genau so kriegen wir immer... So, komm mal weiter. Diese Dinger da kriegen wir immer Speed. Ich glaube, die Grundgesetze von Sonic muss ich jetzt nicht erklären.
Ja, bis auf Tails. Tails hat nicht den gleichen Synchronsprecher wie in Sonic Adventure 1 und 2. Ihr merkt, er hat einen neuen Synchronsprecher. Und zwar, ich glaube, der wurde wirklich von einem Kleinkind in dem Spiel synchronisiert. Da haben sie einfach ein Kleinkind die Sätze ablesen lassen. Ja, ihr merkt, jetzt ist Tails schon stärker. Obwohl, ich habe ja gar keine Level-Ups bekommen, oder? Obwohl, Tails hat links oben die Kugeln voll. Los, Sonic! Entlang die Stange da. Das funktioniert manchmal nicht immer. In einem späteren Level wird es ganz ätzend, wenn das nicht funktioniert mit diesen Stangendingern da. Das ist eh der letzte Level, von dem ich gerade rede. Der letzte Level der Sonic Team, sorry. Ich finde, man hätte es Team Hero und nicht Team Sonic nennen sollen. Das wirkt irgendwie so, als wäre Sonic der eingebildete Schnösel. Versteht ihr? Nein, egal. Tails hat in dem Spiel irgendwie den vollen Hosenmatz-Sprecher. Und es kommt noch besser. Der Sprecher von Tails in dem Spiel ist der Bruder von Charmys Sprecher und der Sohn von Espios Sprecher. Als ich das rausgefunden habe, war ich total verblüfft. Naja, Familie eben. Wie schön, dass da eine Familie zusammen synchronisiert hat. Muss ich da noch einen Gegner... Ja, den Gegner hier muss ich noch besiegen. Den immer hier mit dieser Speed-Attacke umdrehen. Schildkröten sterben übrigens wirklich, wenn sie wenn sie zu lange auf dem Rücken liegen, sterben die Schildkröten wirklich im echten Leben. Ja, wirklich. Das ist jetzt nicht irgendwie erfunden, das stimmt wirklich. Ich kenne mich mit Biologie sehr aus, vor allem mit Reptilien. Aber egal. Also wenn ihr eine Schildkröte habt und die mal am Rücken liegt, denkt nicht, oh, wie süß sie spielt. Nein, helft ihr, sonst stirbt's. Aber ich glaube, bei allen Schildkröten ist es nicht so, oder? Weiß ich jetzt nicht. So gut kenne ich mich nun auch wieder nicht aus. So. Mit Homing Attacks kann man die selbstverständlich auch platt machen. Ja. Ist aber echt witzig, dass eine Familie zusammen synchronisiert hat. Also der Vater dieser Familie spricht Espio. Der eine Sohn spricht Tails und der andere Charmy. Die anderen sind dieselben wie die Synchronstimmen in Sonic Adventure 1 und 2. Eigentlich mag ich diese Sprecher nicht so sehr, muss ich sagen. Da finde ich die später dann im Spiel Shadow the Hedgehog eingeführt wurden und bis Sonic Unleashed sich gehalten haben, wesentlich besser. Sonic, also Tails hat ja seit Shadow the Hedgehog bis heute den gleichen Sprecher. Sonic hat irgendwie seit Sonic Colors, glaube ich, den neuen, oder? Der ja auch in der Sonic Boom Serie synchronisiert. Ja, Sonic hat unfassbar viele Spiele auf dem Markt. Das muss man schon sagen. Also Sonic kann durchaus, was die Masse an Spielen angeht, mit unserem guten alten Klempner Mario mithalten. Ich muss sagen, ich finde beide gut. Also von den drei, die Jump'n'Runs, finde ich sogar Sonic besser, muss ich sagen, als Mario. Vor allem dadurch, weil Marios Jump'n'Runs immer so eintönig sind. Bei Mario finde ich heutzutage nur noch die RPGs und Action-Adventures gut. Bei Sonic sind die... Na, bis Sonic Boom. Sonic Boom zähle ich nicht dazu, denn das ist Kacke. Aber Sonic hat eigentlich immer, bis auf wenige Ausnahmen, Sonic wird auch immer in Grund und Boden kritisiert. Vor allem Sonic 2006, Unleashed und Lost World wurden ja in Grund und Boden gehatet. Weil die ja irgendwie kleinere Fehler hatten. Aber Sonic Heroes habe ich eigentlich nicht selten jemanden beschweren gehört. Und auch über die Adventure-Teile, obwohl ich Sonic Adventure 1 und 2 ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr mag. Ich sag nur... Emerald suchen, oh Gottes. Ich habe Sonic Adventure 2 Battle Let's Played. Allerdings ist das eines meiner schlimmsten Let's Plays aller Zeiten. Mit diesem dämlichen Mikrofonwechsel, wo ich mich da so blöd angestellt habe. Mikrofonwechsel, oh Gott. Ihr könnt es euch anschauen, aber empfehlen würde ich ehrlich gesagt mein eigenes Let's Play ausnahmsweise nicht. Ja, ich mache auch die Musik in dem Spiel hier, muss ich sagen. Was? Ach so, die Plattform hier, ich habe mir gerade gedacht, was? Grafikfehler? Naja. Wo wir gerade von Musik reden. Das Intro, was wir im letzten Part gehört haben. Sonic Heroes. Ist auf Dauer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber... Komm, Tails! Er hätte es drauf geschafft. Hier gibt es auch noch nicht viel zum Abstürzen. Das ist in späteren Leveln wesentlich ärger. So, ich habe jetzt eigentlich schon die oberste Plattform. Komm her, wir haben jetzt das eine Plattform ercheatet. Was wollte ich gerade sagen? Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, Sonic Heroes. Der Song stammt natürlich von Crush 4D. Die haben schon an Sonic Adventure 1 und 2 die Musik gemacht. Und so auch in Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog und auch Sonic 2006. Ab Unleashed irgendwie nicht mehr. Unleashed, welche Band hat eigentlich Endless Possibilities aufgenommen? Das weiß ich gar nicht, muss ich sagen. Dann, Sonic Colors wurde ja dann die Musik gemacht von Jean-Paul McLeuf, komischer Name, ich weiß, aber der hat diesen Reach for the Stars Song gemacht, den ich auch sehr mag. Aber ich finde Crush 4D eine sehr gute Band. Vor allem den Song I'm All of Me aus, wir können übrigens auch Team Blast machen, das zeige ich euch mal. Es geht mit Z,
Zumindest beim GameCube. Bei den anderen Konsolen weiß ich es nicht. Das ist eine mächtige Attacke, die wir erst machen können, wenn wir genug Gegner besiegt haben. Also ihr merkt, da muss man sich erst aufchargen, die Leiste da oben, ihr seht's. Ja, habe ich im letzten Part ganz vergessen zu zeigen. Die wird später bei vielen Gegnermassen sehr nützlich. Glaubt mir, das wird nützlich. Naja. Ja. Aber Sonic Heroes, ein sehr gutes Spiel. Auch wenn es sehr schwer ist, aber hey, ich habe nichts gegen schwere Spiele. Gegen Kaizo-Spiele habe ich was, aber Sonic Heroes ist nicht auf Kaizo-Niveau. Eher so auf Mario Sunshine-Niveau, würde ich sagen. Und das ist auch sehr schwer. Naja. Aber ich kenne ja die Level jetzt besser und vielleicht stelle ich mich jetzt, wo es nicht mehr blind ist, besser an als bei meinem privaten Durchspielen. Die Synchronsprecher, ja, wie man sagt, kann man drüber diskutieren. Ich mag die halt aus Shadow the Hedgehog lieber. Vor allem Tails Sprecher passt irgendwie nicht. Tails ist schon sehr intelligent. Und da passt so ein ganz Hosenmatz Sprecher irgendwie nicht auf ihm. Da finde ich sehr gut, dass sie in Shadow the Hedgehog und Sonic 2006 wieder die guten alten Sprecher genommen haben. Jetzt wird es ein bisschen knapp, ihr merkt, ihr steigt Energie, das ist nicht Lava wie bei Mario, aber man merkt schon deutlich, ein Sieger hat sich da irgendwas von... Ja, hier haben wir wieder so ein Level abgewischen für Knuckles, also die roten leveln Knuckles auf, die gelben leveln Tails auf und die blauen leveln Sonic auf. Wow. Langsam wird es mir hier ein bisschen zu knapp. In Power Plant. Schnell raus! Schnell! Warum hat er sich gerade nicht bewegt? Egal! Wir wären im Ziel. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie lang der Part ist. Nämlich ursprünglich habe ich... Also was heißt ursprünglich? Ich habe gerade eben Teil 1 und 2, Part 1 und 2 von diesem Let's Play sind ein und dieselbe Videodatei ursprünglich. Also ich werde die dann letztendlich beim Schneiderprogramm aufteilen. Aber ich würde vorschlagen, den Boss dieser Metropolis... Was? Rang B? Okay, ich werde wesentlich besser. Beim ersten Mal durchspielen hatte ich hier auch Rang E. Ich werde besser, gut. Der Boss ist sehr interessant, der jetzt kommt. Damit hätte man bei so einem Metropolis-Level gar nicht gerechnet. Also. Gotcha, my darling Sonic. Amy, what are you doing here? Sonic, this time there's no way out of marrying me. Sonic, give up! This time you're mine! Ja, bitte nicht im echten Leben anwenden, wenn jemand euch heiraten will, dass er die gleich verprügelt. Also, bloß nicht, aber wir machen das auf jeden Fall so. Amy will Sonic heiraten, obwohl Sonic ja irgendwie Amy überhaupt nicht ausstehen kann. Tja, und jetzt... Was bin ich erledigt? Knuckles? Steh auf, verdammt! Oh ja, ihr merkt, es gibt in dem Spiel auch häufig, sehr häufig, Level, wo man gegen andere Teams kämpfen muss. Also später gibt es auch noch einen Bosskampf gegen Shadow und Rouge und Omega. Oh oh, die haben mir Tails besiegt, aber wir müssen nur noch Cream besiegen. Ist übrigens ein bisschen komisch, denn laut der Sonic Heroes Gebrauchsanleitung, die ich auch noch habe, die beim Spiel dabei war, Mann, die habe ich diesmal schnell besiegt. Also bei denen einfach nur draufdreschen, bis sie aus der Arena rausfliegen bei diesen Teamkämpfen. Denn Sonic ist, soweit ich weiß, laut der Bedienungsanleitung 17 und... Sorry, but we're in a bit of a rush. Was, nur Rang B? Naja, Sonic ist, glaube ich, 17 und Amy ist nur 15, oder? Da darf man doch noch gar nicht heiraten. Okay, bis zum nächsten Part. Tschüss!